Okay, meine Frage ist, wie hast du das Spiel gegen Bochum empfunden? Also ich muss sagen, gegen Bochum war ich leider nicht auf der Bank, sondern nur auf der Tribüne. Aber ich muss sagen, selbst so, also so ein Relegationsspiel habe ich noch nicht erlebt im Borussia Park. Also, gerade von der Stimmung her war es somit das beste Spiel, außer die Spiele gegen Köln und gegen Bayern natürlich, wo ich so miterlebt habe, und ja, war schon beeindruckend. Was würdest du dir von der Nordkurve wünschen? Weil man stellt ja jetzt immer mehr fest, wenn man sich so ein bisschen mit der Szene befasst, dass so ein bisschen das nicht so zusammenläuft und irgendwie Stimmung jetzt auch fehlt. Weil früher, wo die alle hinterm Tor standen, war es ja schon was anderes. Wie empfindest du das? Ja, man sieht natürlich, dass der eine Block ein bisschen weiter oben ist und ja, die Fankurve unten ist, aber ja, also meines Erachtens ist das jetzt nicht schlimm. Man merkt natürlich auch beim Spiel ein bisschen das. Vielleicht wäre es besser, die einen sagen, es wäre vielleicht besser, wenn der ganze Block unten wäre, die anderen sind anderer Meinung. Ja, also ich finde es ganz okay, so wie es so ist, und ja, also es geht ja auch so, also es ist ja auch so in Stadionstimmung, und ich finde das jetzt nicht das große Problem, wenn ich ehrlich bin. Und die letzte Frage, oder was würdest du den Fans sagen wollen? Ich würde den Fans nur sagen wollen, dass sie weitermachen, wie sie aufgehört haben letzte Saison, und dann packen wir es an diese Saison. Wunderbar, das war's schon. Okay. Du hast schon einige Stadien erlebt in deiner Laufbahn. Wie hast du den Moment erlebt, als Borussia das Führungstor gegen Bochum im Borussia-Park geschossen hat? Ja, war natürlich sensationell. Wir waren alle da, wir haben alle mitgefiebert, und wir waren vorher schon gegen Dortmund. Da war eine sensationelle Atmosphäre, und gegen Bochum, das war Gänsehaut pur. Und wir haben uns auch alle gefreut, dass es auch so weit gekommen ist. Also, und das noch in der letzten Minute. Also es war richtig geil, und von der Atmosphäre war, glaube ich, der Highlight, was man bisher erlebt hat. Was fehlt dir an der Nordkurve? Die ist wahrscheinlich positiv, aber vielleicht denkst du, Schalke ist ganz in Blau, Dortmund ist ganz in Gelb. Ja, das ist so, klar. Sind komplett genau mit. Ja, das ist so ein Griff, so, das ist so, sind auch viele Neutrale da, ne? Wenn du so siehst, wenn du so früher Bückelberg siehst. Ich meine, ich bin auch Bückelberg-Gänger, ne? Ich stand selber in der Nordkurve, das war Block 16, ne? da waren alle, hatten Kutten an und hatten ein Trikot an, und das fehlt mir eigentlich also so im Nordpark. Das ist einfach viel, dass die Neutrale hängen. Und weiß nicht, ob da jetzt was gerne, aber ich meine, von der Stimmung ist nach wie vor gut, aber dass man schon vom Optischen her sieht, dass das ein Heimspiel ist. Also ich denke, das fehlt mir auch noch ein bisschen, hast du recht. Also im Prinzip würdest du sagen, oder ich finde das so, seit der harte Mob nach oben gezogen ist, ja, ist es leider, früher wirkt es wie eine Wand, genau, auch wenn der Mittelpunkt nur gemacht hat, aber es war die Wand. Und jetzt ist es halt wie beim Auswärtsspiel im Prinzip. Ja, vom Geräuschpegel ist es natürlich sensationell, wenn die über dem Dach sind, aber du hast schon recht, also besser wäre es natürlich, wenn die zentraler wären, wenn alles so, ja, wie ein Mann hinter der Mannschaft steht. Und wenn da ein Mob ist und da ist was, dann kommt das nicht so rüber. Also wie gesagt, wäre besser, wenn wirklich alles so hinter dem Tor wäre zum Beispiel, dass du halt wie in Dortmund halt einen riesigen Rand. Kannst du natürlich nicht jetzt vergleichen, aber warum denn nicht? In Gladbach hast du auch viele Möglichkeiten, wo du das machen könntest. Du musst dich einfach mal zusammensetzen, dass es geht, meiner Meinung nach. Könntest du dir vorstellen, dass, sagen wir mal, Kutten, Ultras sich mal irgendwann auf ein Nenner treffen, alte und neue Lieder zu singen? Ja, also muss ja, es geht ja um Verein, dass du die Mannschaft unterstützt. Also deswegen sollten die schon sich alle da zusammenreißen und sagen, okay, ziehen wir mal einen Strang und jeder singt mal seine Lieder. Also darf ja jetzt keiner beleidigt sein, wie, sag ich mal, jetzt nur die Lieder singen oder nur die Lieder, weil es geht ja im Endeffekt um den Verein, um die Mannschaft, dass sie unterstützt werden. Und da muss man sich zusammensetzen, gebe ich dir recht. Ich denke, das wird auch möglich sein, oder? Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Also wie gesagt, das wäre ja sinnlos, wenn es nicht so sein wäre, wenn jeder sein eigenes Kuchen backt. Das bringt ja nichts. Ich meine, jeder kann sein eigenes Kuchen backen, jeder seinen eigenen Namen haben, aber man muss sich irgendwo nicht wenn es um 15:30 Uhr losgeht. Wenn ein Klapper spielt, dann sollte man schon gleich denken. Ne? Sonst noch irgendwelche Worte an die Fans? Ne, ihr seid super. Alles klar, danke. Ciao. Ciao.